Gesundheitsreform ist nicht gegen jemanden gerichtet, die ist eine Maßnahme. Und deshalb mache ich das. Es ist ein massiver Nutzen für die Patientinnen und Patienten. Und es ist gut für die Patientinnen und Patienten, wenn wir hunderte neue Kassenstellen schaffen. Es ist gut für die Patientinnen, wenn mehr Primärversorgungszentren errichtet werden. Die boomen gerade, nachdem wir das Gesetz geändert haben und die Vetomöglichkeit der Ärztekammer beseitigt wurden, steigen die Anfragen massiv und die Eröffnungen steigen. Es ist gut für die Patientinnen, wenn, wie international üblich, die Ärzteschaft auch eine Diagnosekodierung machen muss und das im niedergelassenen Bereich Platz greift. Es ist auch gut so, wenn eine Anbindungspflicht an die ELGA stattfindet. Es ist gut für die Patientinnen und Patienten, wenn wir massiv in Digitalisierung investieren. Also alles dieses hat den Effekt, für die Patientinnen und Patienten einen Nutzen zu stiften. Und es wäre gut, wenn die Ärztekammer, ja, wenn die eher wieder auch das Wohl der Patientinnen in den Vordergrund stellen würden und weniger die eigenen Einflusssphären und die Absicherung von Pfründen. Das ist irgendwie von vorgestern und ich lasse mich da, wie soll ich sagen, durch Drohungen weder abbringen noch einschüchtern. Ich halte das für ein bisschen mühsam, wenn die Ärztekammer nach einem Dreivierteljahr, in dem sie nur mit sich selbst beschäftigt war, jetzt derartige Drohkulissen aufbaut. Bis Jahresende es 100 zusätzliche neue Kassenstellen geben wird. Jetzt haben wir Mitte November, es ist keine einzige weit und breit in Sicht.